Eine triebwarme Sicklung aus den 60er Jahren der DDR. Fahrzeug diesen Typ sind auf schwach frequentierten Nebenstrecken als Ersatz für aufwendige, dockbespannte Züge zum Einsatz gekommen. Spitzname der Fahrzeuge bezüglich des Aussehens war Blutblase oder Kacke-Taxi. Eigentümer ist die Firma Köstner Schienenbusreisen. Wie gesagt, die Kacke-Taxi der Firma Köstner Schienenbusreisen bildet jetzt hier das zweite Bild. Bleibt mal sitzen.